Hallo, hallo zum Nagelkunstradio hier von und mit mir Nails Kaffee and Tea. Seid recht herzlich begrüßt an dieser Stelle zu einem neuen Video in Sachen, ja, was macht sie? Airbrush. Airbrush ist heute mein Thema, weil auch schon danach gefragt worden ist, was oder wie ich das umsetze. Und ja, die Frage ist eigentlich, ob ich es überhaupt noch umsetze, ihr Lieben. Denn auch das gehört zu einer Kategorie an meinem Tisch, was am Anfang auch von mir total gehypt wurde und ich das sehr gerne gesehen habe, diese Designs, die eine Perfektion mit sich bringen. Das muss man ganz klar so sagen, denn Airbrush, das ist schon eine Kunst auch wieder für sich. Brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ich finde schon, dass man das können muss. Man muss viele Dinge beachten. Und aber wenn man das dann alles wirklich umsetzt, dann hat man ein grandioses Ergebnis. Also wirklich grandios, aber auch sehr perfektionistisch. Das hat seinen eigenen Stil, gehört auch mit ins Nageldesign rein, natürlich. Aber ich muss heute sagen, die Sache ist die, dass wir uns alle irgendwie irgendwo dann bei einer Thematik festbeißen. Ja, die einen favorisieren das Handgemalte, die einen favorisieren das Gestemmte, die anderen wiederum sind Freestyler, so wie ich. Ich mag auch gern Freestyle. Das meine ich einfach nur, Farben ineinander zu ziehen und einfach auf die Überraschung zu warten, was letztendlich das Endergebnis sein wird. Das nenne ich Freestyle. Habe ich so für mich jetzt den Namen für gefunden. Und ja, und dann wiederum welche, die eben so fasziniert sind vom Airbrushing, dass sie das eigentlich für ihr Nonplusultra erachten und es letztendlich auch umsetzen und auch anbieten, weil wir haben halt alle so unsere Favorites und da ist mit Sicherheit der ein oder andere Nageldesigner eben auf dem Zug des Airbrushings aufgestiegen und es lässt ihn vielleicht auch nicht mehr los und er kann das sogar im Studio umsetzen. Genau, und da geht es nämlich los. Im Studio umsetzen und privat umsetzen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Zwei verschiedene Schüchen sozusagen. Weil Airbrushing, wenn man es gut betreiben möchte, wenn man ein gutes Gerät haben möchte, was funktioniert, dann ist es genauso wie mit den mit den E-Files, also sprich mit unseren Fräsern. Es gibt Unterschiede. Es gibt auch dort gravierende Unterschiede. Und da müsst ihr halt wieder den Kosten-Nutzen-Faktor einfach für euch genau beäugen. Ein Studiobetrieb muss schauen, ob das Kundenpotenzial das auch wünscht, ob die Kunden das wirklich möchten und zwar in der Mehrheit möchten. Denn ein Profi-Airbrush-Gerät kostet richtig Geld. Ja, also da müsst ihr schon ein bisschen was in die Hand nehmen. Nur allein der Kompressor und die Pistole mit einer Pistole, ja, besser ist es, ihr habt zwei oder drei, damit ihr das auch in euren Alltag einbauen könnt im Studio. Denn letztendlich müsst ihr ja damit rechnen, dass ihr nicht nur einen Boomer macht, ein einfarbiges Design sprayt oder sogar dann vielleicht sogar mehrere Farben benutzen möchtet. Und dann ist es sinnvoll, mehrere Pistolen am Platz zu haben. Das bedeutet Investition. Das muss erstmal bezahlt werden und letztendlich für den Studiobetrieb auch irgendwann mal wieder rausgeneriert sein. Letztendlich wollt ihr da ja auch eine Besonderheit in eurem Studio anbieten, die vielleicht ja nicht mehr so überall so gängig ist oder was nicht überall zu finden ist, ne? Damit kann man sich ja auch profilieren und herausfegen, sag ich mal, und auffällig sein mit Airbrush-Design. Ja, es muss halt gefragt sein. Und da muss das Studio halt für sich entscheiden, gibt das mein Kundenpotenzial her? Wollen die das überhaupt? Es wird immer viel Ja-Ja gesagt, aber letztendlich müsst ihr erstmal investieren. Und wenn dann nachher das Gerät in der Ecke verstaubt, weil es doch nicht angenommen wird von der Kundschaft, es ist nun mal eine Kunst, die dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld einfließen lassen muss, weil die Materialien ja nicht günstig sind. Ihr kriegt das ja auch nicht geschenkt. Das ist so eine Sache. Überlegt euch das sehr, sehr gut, ob ihr das in eurem Studio anwenden wollt und könnt vor allem, ob das die Kunden wünschen. Denn wie gesagt, es bringt nichts, wenn ihr da unterm Tisch dann roundabout und auf dem Tisch roundabout 200 € liegen habt an Geräte. Und ihr könnt es nicht generieren am Schluss, am Abend, unter dem Strich in der Kasse. So, das war für die Profis. Für die Hobby-Naglerinnen und Nagler
möchte ich jetzt ganz klar sagen, da ist es erst recht so, dass ihr darüber nachdenken solltet. Es ist eine tolle Technik, keine Frage, sieht irre gut aus, aber die Frage stellt sich, bin ich so vernarrt in mein Hobby, dass ich sage jetzt einfach mal die Zahl 200 € auf den Tisch legen möchte, dafür, dass ich ab und an mal spraye und dann wieder nicht? Oder ist es das, was ich nur machen möchte? Dann könnte man sagen, ja, ist aber trotzdem eine Luxusinvestition an einem Hobby-Nageltisch. Wer sich das leisten kann, prima, freut mich. Wer es sich nicht leisten kann, sucht natürlich nach einer Alternative. Und da möchte ich halt jetzt wieder mich quasi hier mal in Position bringen und denen weiterhelfen, die eben keine 200 € und mehr ausgeben wollen, weil es fehlen ja noch die Farben letztendlich, die kommen ja auch noch on top. Und möchte einfach wieder Pro und Contra aufstellen in Sachen Airbrush am Hobby-Nageltisch. Wollen wir das mal so machen? Dann legen wir mal los. Mein Kaffee. Hoch die Tassen, ihr Lieben. Mein Brillchen, das brauche ich aber jetzt nicht unbedingt. Ihr wisst, das steht hier nur obligatorisch für ein Erklärvideo. So. Ja, ich habe angefangen, auch mir diese Gedankenkonstrukte zu bauen für wieder Pro Contra und war aber so scharf drauf, das zu machen, dass ich mir vor langer, langer, langer Zeit ein Airbrush-Gerät gekauft habe, der ganz kleinen Art und Weise, also kein Riesenkompressor, sondern einfach nur so dieses, ja, ist schon in die Jahre gekommene Airbrush-Gerät, funktioniert übrigens immer noch. Richtig kleiner Kompressor, ja. Über die Pistole lässt sich streiten. Ihr seht, die ist schon nicht mehr komplett. Ich habe die jetzt einfach nur mal so hier reingesteckt, damit ihr seht, wie das hier konstruiert ist. Ihr habt also auch hier einen richtigen Schlauch, der den Druck eben weiterleitet. Hier wird quasi das Ganze zusammengekoppelt. Und das Gerät hat mehrere Stufen, mehrere Modis von starkem Druck, mittleren und ganz leichten Druck. Wo ist der Anschalter? Hier braucht man einen Anschalter. Nein, das ist er hier. Entschuldigung. On und off und die verschiedenen Modis eben. Ja, natürlich kommt das Teil schon aus Fernost, wie so oft bei mir am Tisch. hat damals, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Fragt mich bitte nicht. Es war jedenfalls unter 100 €. Und da habe ich mir gedacht, okay, probierst du dich erstmal in diesem Segment des Nageldesigns aus, guckst mal, ob du überhaupt sprayen kannst. Weil, wie gesagt, da gibt es auch einiges zu beachten und ich habe das Dingchen kommen lassen. Und auch hier sage ich ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ich habe vielleicht viermal gesprayt, viermal Designs damit gemacht. Ich habe auch die Schablonen mir besorgt, kosten auch richtig Geld. Ja. Und ja. Ich habe mir die Farben bestellt, das sind die letzten, die ich mir jetzt bestellt hatte. Die sind jetzt gar nicht so alt, aber ich hatte dann auch einen Griff ins Klo gemacht. Einmal waren die Farben zu dick, einmal waren sie zu dünn. Man macht halt so seine Erfahrungen. Ja, damit bin ich mal gestartet und wie gesagt, ich habe es nicht bei mir im Dauerbetrieb, ganz ehrlich. Es ist in meiner Schublade verschwunden und ward bis dahin auch nie wieder benutzt. So sieht das Teilchen aus. Also es gibt auch was für den kleinen Geldbeutel, das möchte ich damit sagen, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Ja. So. Jetzt holen wir uns mal das Equipment dazu. Wenn ihr das anschaffen solltet, dann denkt bitte auch daran, diese Pistolchen sind empfindlich. Die müsst ihr super, super gut reinigen. Am besten direkt danach. Da darf kein Sauerstoff dafür sorgen, dass das Farbmaterial, sprich die Acrylfarbe, euch hier in den Zugängen der Düsen verstopft. Und sonst habt ihr nämlich hier richtig Ärger und Samba am Tisch. Dann müsst ihr nämlich gucken, dass ihr den ganzen Schmodder wieder rauskriegt. Und das ist so, dass die Achillessehne eines Airbrush-Designs oder der Geräte selber, dass man da eben wirklich ordentlich hygienisch und vor allem eben Wartungen eben direkt ausführt, sprich die Reinigung der Pistole an und für sich. Und da geht es halt schon los. Das nervt irgendwann. Also mich hat es genervt. Ihr braucht dann den ganzen Klimbim dazu. Hier die Bürstchen und hier Stäbe für den Fall, dass es wirklich mal richtig festsitzt in den Zuleitungen, dass ihr das alles schön frei arbeiten könnt. Und hier so eine Pipette gehört dazu, die schließen und all dieses Gedöns. Das habe ich mir hier alles mal in so eine Schachtel getan. Das war, wie gesagt, meine erste. Die geht auch noch. Ich habe sie einfach nur komplett auseinandergenommen und habe sie hier reingelegt, weil ich die einmal grundgereinigt hatte. Aber wie gesagt,
Also ich habe die keine 10 Mal benutzt. Keine 10 Mal, ja. Im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, aber was soll's? Es ist halt so, vielleicht kriege ich irgendwann mal wieder so ein Ding und baue das Ding wieder zusammen und probiere es wieder aus für mich. Wie gesagt, es ist eine Technik, die muss man lieben, die muss man wirklich lieben, um sie wirklich regelmäßig auch dann auszuführen. Das ist für mich der Punkt. Ist für mich jetzt so, hätte nicht sein müssen, aber die Zeit entwickelt sich weiter. Farben sollt ihr halt auch darauf achten, dass die wirklich, hört ihr das, fast wässrig sind. Dann sind es gute Farben, wenn sie eine gute Pigmentierung dann noch aufweisen. Dann macht ihr auch tolle Designs, keine Frage. Ich habe von, das sind also jetzt keine Nail Art Farben, sondern das sind wirklich Acrylfarben für Airbrush von irgendeiner Firma, die sich für die echten Airbrusher, die nichts mit Nageldesign zu tun haben, eben entwickelt worden sind. Finde ich ganz gut. Da habe ich mir die Grundfarben bestellt mit Gold und Silber. Und ich nehme die auch noch für anderen Unsinn her. Also ich bin ja sehr kreativ, nicht nur auf den Nägeln. Ja. Die sind ganz gut, die kann ich eigentlich soweit empfehlen. Ja, die lege ich mal nach oben. So, wie gesagt, die Entwicklung ging weiter, auch in Sachen Airbrush, für den Otto-Normalverbraucher. Und ich glaube, jetzt ist es ein Jahr her, oder nee, es ist schon länger her. Vor 2 Jahren zog dieses Teilchen hier ein. Ich habe es auf, natürlich auf YouTube gesehen. Und ja, und da war ich so begeistert, dass ich gedacht habe, wow, wie handlich, wie praktisch. Nimmt nicht viel Platz weg, sieht auch noch originell aus, weil ich habe es hier in diesem rosa Metallic gewählt. Auch die Pistole ist dementsprechend schick abgestimmt. Ja, gut, das Ding hier oben ist halt ziemlich groß und mächtig. Ich mag lieber diese kleineren Fässchen, die oben auf sind, als Befüllungs Behältnis für die Pistole selber, aber ich fand die Idee, einen Kompressor so handlich klein zu gestalten, das wird dann hier so draufgeschraubt, ihr Lieben. Wartet mal, ich will vorsichtig sein, dass ich mir nicht das Gewinde hier versaue. Das sind nämlich alles so Sachen, da muss man immer ein ganz zartes Händchen für haben, vor allem für die Dinge, die jetzt eben aus Fernost daherkommen. So, ich drehe das mal ganz vorsichtig auf, weil ich weiß nicht, ich hatte mich erinnert, dass ich hier irgendwie. Ja, also nicht überdrehen, da seid vorsichtig. Ja, genau, das ist die, die überdreht ist. Das ist so ein Ärgernis. Also da warne ich euch, wenn ihr euch die bestellt, vorsichtig aufdrehen, das Gewinde nicht versauen und nicht überdrehen, weil sonst baut die nämlich keinen Druck mehr auf, glaube ich, dass die auch nicht mehr so funktioniert. Aber sie hat sehr gut funktioniert. Das ist der Kompressor. Ja, es kommt noch Luft raus. Total leise, total angenehm. Das habt ihr nämlich bei den großen Geräten nicht so. Da brummt der Kompressor im Hintergrund, weil das ja meistens so ein Riesenteil von Zylinder ist, der Druck aufbaut. Für mich hat der Druck hier gereicht, einwandfrei. Hier wird das ganze Ding angeschlossen an Strom und hat ein Akkugerät quasi und ihr könnt das aufladen. Bei Amazon zu bekommen, schaut ruhig da mal rein. Ich weiß nicht, was die inzwischen jetzt kosten, weil die sind echt dann durch die Decke gegangen. Viele haben sich die zugelegt. Ich wollte mir noch eine zweite zulegen, aber ich habe jetzt auch mit dieser ersten nicht allzu viel gesprayt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, die könnt ihr an den Tisch stellen. Die nimmt euch nicht viel Platz weg und sie funktioniert auch. Was ihr halt wirklich lernen müsst, ist das Auseinandernehmen der Airbrush-Pistole. Das ist nochmal so eine eigene Lehreinheit für sich, weil die muss ja nun mal regelmäßig gewartet werden, sonst habt ihr keinen Spaß dran, sonst ist das Ganze für die Tonne sozusagen, weil es ist halt die Achillessehne des Gerätes und da muss halt die Nadel, das ganze Konstrukt von innen muss immer sofort nach dem Gebrauch gespült werden. Ich spüle die, es gibt auch extra solche Behälter, finde ich jetzt Nonsens und Unsinn, mir da extra so ein Airbrush-Reinigungsdöschen zu kaufen, sag ich mal, oder Eimerchen oder was es auch immer ist. Das ist nichts anderes als reinlegen und den Spray-Knopf zu betätigen, bis die ganze Farbe mit, ja, ich mache Cleaner und Acetongemisch rein, um das im Innern dann eben wirklich rausfließen zu lassen, aufzulösen, wenn sich schon was festgesetzt hat. Und das Ganze kommt dann einfach direkt in so ein Eimerchen rein. Das sind, ich weiß nicht, was die jetzt kosten, 10, 15 € diese Airbrush-Reinigungsbehälter. Ich finde es Unsinn. Ich gehe damit ins Bad und schnapp mir hier so meine Towels. Wo sind sie denn meine? Ich habe solche. Ja, das kann man sich auch noch anschaffen, solche, wartet, speziellen Servietten.
Ich kenne sie noch als Patientenservierten aus meiner Berufszeit. Die sind beschichtet. Einmal habt ihr die saugende Fläche und einmal hier ist das imprägniert mit so einem Kunststoff, sodass ihr, wenn ihr sprayt, eben euch die Flüssigkeit hier nur aufsaugt und nicht weiter weg verschwinden kann. Damit mache ich erstens meine Sprayübung, um zu gucken, ist die Farbe wirklich gut da, ist genügend da und ist jetzt die Abgabe ausreichend, um schönen Boomer zu machen oder eben entsprechend die Schablone einzusprayen, um das Motiv zu übertragen. Da benutze ich diese hier und ja, das ist halt auch noch sowas, was man sich anschafft, weil wenn ihr hier nur Küchentücher drunter legt, dann sind die irgendwann vom Saugen so überfällig, dass das Ganze nach unten wegläuft und das wollt ihr nicht. Also hier sowas Beschichtetes ist sinnvoll und wie gesagt, ich reinige die, wenn ich denn wirklich mal wieder so einen Anfall bekomme, weil mehr ist es nicht mehr inzwischen. Vielleicht komme ich mal wieder auf dieses Boot und mache mal wieder ein paar Runden Airbrush. Aber dann muss es mich wieder packen. Es packt mich im Moment nicht. Also, weil ich auch schon gesehen habe, manchmal bekommt man das, wenn es jetzt schnell gehen soll, auch mit so einem Sponge gut getupft, so eine Schablone von Airbrush. Könnt ihr ja auch mal gucken, ob das vielleicht auch euch schon reicht. Das ist halt immer eine Entscheidungssache. Was möchte ich ausgeben? Wo will ich hin? Und was ist denn letztendlich auch das, was ich gerne möchte? Ein Katalog von Pro und Contra. Stellt euch das ruhig immer auf. Bei größeren Investitionen ist kein Fehler, nochmal drüber nachzudenken. Und das kleine Schätzchen hier macht's auch. Und ihr könnt es an den Tisch stellen. Also noch eher als hier dieses Kabelgedöns und Schnickschnack und hast du nicht gesehen. Das fand ich toll und das ist was, was wir uns als Hobby-Nageldesigner ruhig gönnen können, wenn wir das unbedingt wollen. Dann ist das hier eine Möglichkeit, das mit einem einfachen und kleinen Geldbeutel umzusetzen. Ja, genau. Das ist mein kleiner Schatz. Und wie gesagt, das hier ist wirklich eine Lehreinheit für sich. Was habe ich gemacht? Ich habe mir natürlich Videos angeguckt von Leuten, die wirklich professionell unterwegs sind, weil die Mechanik ist bei allen Airbrushern dieselbe, nur dass sich hier das mit dem Töpfchen variiert. Ein großes Töpfchen, ein kleines Töpfchen für die Farbe zum Einfüllen. Aber ansonsten die Nadel, das ganze Konstrukt nach hinten raus, ist bei allen Airbrush-Pistolen dasselbige. Ja, und das musste ich auch erstmal lernen, weil das ist einiges, was man hier aufdrehen kann. Ja, hier vorne die Spitze freizulegen. Hier hinten habt ihr was zum Drehen. Das ist drehbar. Das hier ist ein ganz lustiges Teilchen. Das ist nämlich auch erstmal zu verstehen, wie das hier überhaupt funktioniert. Auch im Zusammenbau hat mich das hier echt verrückt gemacht fast. Das ist klar, das ist hier sowieso festgeschweißt. Aber auch die Pistole an und für sich ist nochmal eine Sache, die man wirklich begreifen und lernen sollte, damit man das Ganze eben immer ordentlich warten kann und eben nichts kaputt geht. Ja, weil wenn das kaputt geht, das Herzstück, dann müsst ihr euch eine neue kaufen. Und das ist natürlich auch wieder was, wo man Geld in die Hand nimmt, muss nicht sein, wenn man die Sachen ordentlich versteht, umsetzt und warten kann. Ja, also ihr Lieben, das ist meine Airbrush-Pistole zur heutigen Zeit und ich bin froh, dass ich diesen günstigeren Weg gewählt habe, denn ich bin mir sicher, ich würde mich heute ärgern, wenn nicht sogar, hätte ich es schon längst verkauft, ein Profi-Airbrush mit Kompressor. Nein, muss nicht sein und das reicht völlig aus für den ganz normalen Hausgebrauch. Genau, das war das Video zu der Geschichte Airbrush im Sinne Gerät und Anschaffung. Was ich als nächstes machen werde, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, ich möchte gerne ein Farbboomer mal sprayen, ein Design mit Farbboomer machen, mit Airbrush, sprich hier mit meinem Schätzchen. Und da möchte ich aber ein Experiment wagen. Und zwar möchte ich hier nicht mehr mit Acrylfarben sprayen, weil ich immer wieder das Problem habe, dass mir die Farbe am Rand weggeht oder überhaupt durch den Versiegler sich die Acrylfarbe löst im Versiegelungsprozess. Möchte ich für mich versuchen, mit ganz normalen Farbgelen zu sprayen. Das heißt aber, ich muss sie in der Zusammensetzung verändern, damit meine Pistole es auch rausgibt in Sprayform. Und da
habe ich mir überlegt, werde ich ein Video gerne drehen wollen. Wenn ihr möchtet, dass ich das in Aktion für euch zeige, schreibt es mir hinten in die Kommentare hier unten rein. Jawohl, das möchten wir auch gerne sehen. Dein Experiment in Sachen Airbrush mit Shellac oder was auch immer dann zum Einsatz kommt. Keine Ahnung, ich probiere es aus. Ich gehe das Risiko ein, weil ich glaube, das ist ein besseres Ergebnis und auch eine bessere Haltbarkeit. Wir werden sehen, ob das klappt, was ich mir da so überlegt habe. Und wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wen es interessiert. Airbrush nicht mit Acrylfarben, sondern mit Farbgel, Shellac, was habe ich noch? Keine Ahnung, wir wissen ja, wie die alle so heißen. Und dann würde ich jetzt sagen, bis hierhin und nicht weiter, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag oder wann auch immer ihr das Video hier seht. Eine ruhige Nacht. Ja, und wie immer, bleibt in eurer Mitte, schafft euch eure Wohlfühloasen und wir sehen uns dann eben zu dem einen oder dem anderen Video hier wieder bei Nels Coffee and Tea. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.